Hallo aus Hamburg, hier ist der Oliver und ich habe für euch ein kurzes Video, das hoffentlich ausreichend die Frage, was muss man über H5P wissen, beantwortet. Ist natürlich meine persönliche private Sicht, aber so ist das nun mal, wenn ich so ein Video mache. Dann müsst ihr euch damit abfinden. Entstanden ist das Video im Rahmen der OER Camp Werkstatt, wo ich das gleiche als Input vorgestellt habe und auch noch werde, also vorstellen werde. Und einige sind vielleicht nicht da, zum Beispiel gar nicht auf der Werkstatt, und die wollen sich das trotzdem angucken. Von daher, jetzt habt ihr die Gelegenheit. Vielleicht seid ihr auch auf der OER Camp Werkstatt, habt aber keine Zeit, da zu sein, wenn ich diesen Input gebe, weil ihr vielleicht spannendere Sachen gefunden habt. Dann könnt ihr euch das jetzt auch angucken und mich dann vielleicht nur später zu Details fragen oder sowas. Macht das gerne. Und ich lege einfach mal los. Für die Leute, die gar nicht wissen, was H5P ist, muss man vielleicht erstmal wissen, was das ist. Das mache ich aber wirklich nur ganz, ganz kurz im Schweinsgalopp. Hier steht es im Prinzip nämlich auch schon. Man kann damit interaktive Inhalte fürs Netz erstellen. Und damit das nicht so ganz abstrakt ist, klicke ich mal auf diesen Punkt hier oben, Examples and Downloads. Und dann kommt man hier auf diese Seite mit kleinen Bildchen. Und jedes dieser Bildchen steht für eine Interaktion, einen sogenannten Inhaltstyp, den man damit anlegen kann. Und das auch relativ einfach. Das muss man vielleicht wissen, es geht relativ einfach. Nehmen wir einfach mal so ein ganz kleines Beispiel, hier Multiple Choice. Kann man halt so ein Bildchen drüber legen, dann sagt man, sieht irgendwie blau aus und ist natürlich falsch, weil es eher so dunkles Lila ist. Aber dann bekomme ich halt die Antwort, kann das hier auswerten lassen, kann es nochmal machen, kann hier haufenweise Sachen noch einstellen. Schöne Sache. Gibt es in verschiedenen Formen, Farben und Geschmacksrichtungen. Und eine davon, die haben wir gleich hier oben, ist das interaktive Video. Das nehme ich jetzt einfach mal als zweites Beispiel, weil das ist, was irgendwie, womit H5P immer gleichgesetzt wird, auch wenn es viel mehr kann. Das sind die interaktiven Videos. So sehen die aus. Sieht aus wie ein Videoplayer und kann einfach ein bisschen mehr. Das heißt, wenn ich da jetzt draufklicke, sieht man schon, da ist irgendwas, da kann ich draufklicken. Geht eine Liste auf, ist noch nicht so super spannend, aber ist schon mehr als ein Video. Das ist halt das Video im Hintergrund und das Textfeld da drüber. Und hier gibt es noch ein bisschen mehr. Ihr seht hier diese kleinen Kreise. Und beim nächsten poppt hier sowas auf. Haben wir im Prinzip schon gesehen. Multiple Choice Quiz. Jetzt hier mit einer Erdbeere, nicht mit anderen Beeren. Brauchen wir nicht. Eins zeige ich nochmal, damit man sieht, was man noch so damit machen kann. Das läuft also weiter. Und jetzt bleibt das Video auch stehen. Jetzt muss ich da nicht extra draufklicken. Und jetzt haben wir sowas Ähnliches wie eine Multiple Choice Frage. Da kann ich halt draufklicken. So, das ist H5P. Ne? So interaktive, schöne Sachen fürs Lehren und Lernen und auch für andere Sachen. So, warum finde ich das so gut? Oder was muss man wissen zu H5P? Das Ganze ist einfach offen. Man kann es nicht anders sagen. Das liegt an verschiedenen Sachen. Und ich zähle einfach mal ein paar auf. Warum ist das offen? Erstens, H5P ist eine sogenannte Open Source Software. Das heißt, ich kann mir den Quelltext angucken. Können wir auch direkt einmal hinspringen. Das ist GitHub. Da seht ihr ganz viele Sachen, alles das hier gehört irgendwie zu H5P, sind haufenweise Bibliotheken und man kann in den Quelltext reingucken, man darf ihn verändern, man darf ihn anpassen, man darf ihn dann noch verändert weitergeben, man darf ihn auch so weitergeben, es kostet alles nichts, ist kostenlos, muss man vielleicht auch dazu sagen. Das muss man einfach wissen, deshalb ist das schon super offen, steht übrigens unter der MIT-Lizenz für die Spezialistinnen und Spezialisten, also viel freier kann man es eigentlich nicht machen, wenn man Quelltext weitergibt. So, im Prinzip ist das jetzt schon impliziert, also ich kann mir das hier runterladen oder auch von der Website runterladen und ich kann mir das selbst installieren auf meinem eigenen Server. Man braucht zwar noch irgendwie ein WordPress, ein Drupal, ein Ilias, was gibt es noch alles, Moodle, da kann man sich das installieren und dann so aus Datenschutzsicht ist das halt schon mal dann ein großer, großer Vorteil. Das heißt, man ist gar nicht auf andere angewiesen, wenn man das nicht will oder muss. Das heißt, dem Datenschutz kann Genüge getan werden. Das ist für mich auch Offenheit. So, was damit einhergeht, da springe ich nochmal zurück. Selbst wenn es auf einem Fremdenrechner liegt, solange der Admin das nicht unterbunden hat, kann ich mir auch Daten runterladen. Das heißt, ich habe hier irgend so einen Inhalt erstellt und wenn das der Admin nicht deaktiviert hat oder der Autor, dann kann ich mir hier diese Datei runterladen. Das ist vielleicht jetzt hier ein Drupal und ich nehme ihn dann mit. Und dann gehe ich zu meinem WordPress, wo auch H5P drauf läuft, und dann lade ich die Datei hoch und es läuft, obwohl es von einem Drupal kommt. Ist das nicht grandios? Muss man einfach wissen. Das geht also bei H5P. Ich kann mir meine Daten mitnehmen und ich kann sie auch auf verschiedenen Systemen benutzen. Also so offen ist das Ganze.
Ich kann meinen Inhalt auch teilen. Das ist natürlich eine Website, da ist ein Link dahinter. Ich könnte diesen Link jetzt teilen und ihr könntet diesen Inhalt sehen. Ja, ich habe gerade gesagt, ich kann es runterladen, ich kann es verschicken. Ich kann auch hier auf Embed klicken, hier unten in der Leiste. Und dann geht so ein Fenster auf. Dann bekomme ich hier so ein bisschen HTML-Schnipsel. Das kann ich rauskopieren, in eine andere Website reinkopieren. Und sagen wir einfach, in 95% der Fälle läuft das dann auch. Dann kann ich da meine H5B-Inhalte einbetten. Das heißt, die liegen vielleicht hier, aber ich benutze eine andere Website, binde die dann mal ein und es läuft. Da gehe ich später drauf ein, auf diese komische Warnung hier oben. So, also man kann das teilen jetzt einfach. Dann, was ich jetzt hier nicht so ganz toll zeigen kann, aber das Ganze ist auch barrierefrei. Also man sieht das schon, die Knöpfe sind hier recht groß. Das hat einfach den Grund, weil es vielleicht auch auf einem Mobiltelefon dargestellt wird. Das geht nämlich auch. Es ist ja alles nur HTML5 und JavaScript und so. Habe ich gar nicht gesagt. Ne? Ist auch Offenheit. Das sind offene Standards. Da ist jetzt nichts, was man extra installieren muss. Man macht einfach, sagen wir, fast jeden Browser auf, den es gibt auf der Welt. Und das läuft. Offene Standards. So, also große Knöpfe sind da, Farbkontrast ist, bei dem Blau müsste man vielleicht nochmal gucken, aber der Farbkontrast ist hoch genug. Es gibt auch Tastatursteuerung. Seht ihr das jetzt? Ja, ihr seht hier den blauen Rand jetzt da drum. Das heißt, ich kann ja auch dem Tabulator von Knopf zu Knopf springen und kann damit auch das Ganze bedienen. Ich klicke jetzt mal auf Space. So, das ist dann quasi das Check, das Überprüfen. Also das geht, Tastatursteuerung. Wenn man gehörlos ist, kommt natürlich den Ton nicht mit, aber dafür gibt es ja auch immer diese Tooltips. Wollen wir die hier geben, natürlich Sinn. Da gibt es keinen Sinn, weil es auf dem Knopf auch drauf steht. Aber die sind halt auch da. Was noch, wenn man nicht hören kann, wenn man nicht sehen kann, natürlich auch, dann bekommt man das Ganze entsprechend vorgelesen von so einem Screenreader. Das geht. Also auch das ist für mich Offenheit und das kann halt H5P. Da wird tatsächlich drauf geachtet. So, was ist noch Offenheit? Das Ticketsystem habe ich vergessen. Können wir auch hinspringen. Also das Team um H5P, auch da gehe ich gleich noch drauf ein, das ist so offen, dass es sagt, wer will, der kann uns auch zugucken bei dem, was wir tun. Das ist Jira, das ist jetzt die Software, die hat jetzt nichts mit H5P zu tun an sich. Aber hier kann man auf Issues and Filters zum Beispiel gehen. Und da kann man sich anzeigen lassen, was denn so in der Liste von Dingen ist, die sie noch tun möchten. Man kann sich das filtern, man kann sich das sortieren nach verschiedenen Sachen. Priorität, weiß ich, ist jetzt, das wird nicht so gepflegt, das ist jetzt kein gutes Kriterium, aber wenn ich jetzt irgendwie auf Created gehe und das dann auch sortiere, sehe ich halt, was ist denn so als letztes entstanden. Das scheint offensichtlich so ein kleines Problem zu sein, das behoben werden müsste, und hier kann man einfach gucken, also man kann jetzt auch anzeigen, was ist denn jetzt gerade in Arbeit. Also so offen ist das Team, also man kann sogar da zugucken im Prinzip, was sie machen, also nicht nur den Quelltext, den sieht man ja sowieso, sogar hier, was sie so drumherum machen. So, jetzt habe ich schon ein paar Mal gesagt, Team, auch da können wir drauf gucken. Da habe ich hier was gemacht, denn viele sagen immer H5P, und das ist für die irgendwie so, die Leute, die das bauen, das H5P ist keine Organisation, H5P heißt nur diese Software. Und dahinter steht die Firma Jubel, das ist die hier. Ihr seht schon, das sind ganz viele Schilder, weil das in einem Coworking Space ist, also eine sehr kleine Firma. Und die stellt das Kernteam von H5P, so nennt man das, die entwickeln da halt und geben das dann weiter. Und damit man auch mal sieht, wer das ist, ich finde, das ist mal ganz wichtig, und dass das nicht so viele sind, habe ich dieses Bild, das ist jetzt auch nicht mehr ganz aktuell, das ist schon 2 Jahre alt, aber ich glaube, die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stimmt immer noch, können wir ganz kurz durchgehen. Das hier ist Sven Toro, das ist der Chef, das ist Tim, der ist leider nicht mehr da, der ist nach Oslo gegangen, das ist Paul Jorgensen, das ist ein Entwickler, der ist da. Das daneben, achso, seht ihr meinen Mauszeiger überhaupt? Ich hoffe. Der Mann im Hintergrund, in der Mitte, hinter allen. Das ist Frode Pettersen, ganz rechts, das bin ich. Ich bin jetzt auch nicht mehr in Norwegen. Dann haben wir hier noch Thomas Marstrander, der ist auch Entwickler. Und ganz in der Mitte, last but not least, ist Jelena, das ist die Designerin. Die ist auch super wichtig, ihr seht das bei H5P. Dass einige Sachen schick aussehen, andere Sachen sehen nicht so schick aus, liegt daran, dass Jelena ganz zu Anfang noch nicht dabei war und einige Sachen halt von Entwicklern gebaut worden, und dann sehen die halt manchmal komisch aus, lassen sich umständlich bedienen. Ja, ist bei den neueren Sachen dann nicht mehr so. Also das sind die Menschen im Wesentlichen. Wie gesagt, Tim ist nicht mehr da. Dafür gibt es jetzt Ryan, der macht ein bisschen Verkauf. Also im Prinzip, die Anzahl stimmt. So groß ist das Team, und das sind die Menschen, die H5P entwickeln. Natürlich, das ist das Kernteam. Was die brauchen,
ist einfach Schokolade. Das heißt, die freuen sich, wenn man denen mal ein bisschen was zukommen lässt. Es sind nämlich Menschen dahinter. Es sind nicht einfach Leute, die man anranzen kann, wenn irgendwas nicht funktioniert, sondern ja, echte Menschen. Ganz links übrigens, das ist mein alter Platz, der Stuhl, der auf der linken Seite, da habe ich mal gesessen und programmiert. Das ist halt das Kernteam, aber drumherum sind ja ganz viele andere Menschen und ich habe jetzt einfach mal repräsentativ oder nicht repräsentativ ein Foto genommen von der letzten H5P-Konferenz in Melbourne in Australien. Dass ich immer, da stehen noch ganz viele Menschen hinter, die sind nur wegen H5P zu dieser Konferenz gefahren, um zu gucken, was gibt es denn Neues, um sich auszutauschen, zu diskutieren, was muss denn jetzt noch entwickelt werden. Also auch das ist halt eine Community und auch die steht hinter H5P. Das muss man, finde ich, auch wissen. Dass man eben nicht nur irgendwie ein Anwender ist, wie bei, ich will, nehmen wir kein Bashing, irgendeine andere Software, die ihr vielleicht benutzt, wo ihr keinen Einfluss drauf habt, wo ihr nicht mitbestimmen könnt, wo ihr kein Feedback geben könnt, die ihr einfach nutzen müsst, ist hier nicht so. Es ist eine Gemeinschaft, man kann mitentwickeln, man kann mithelfen, man kann Geld geben, man kann Ideen spenden, man kann Fehler finden, man kann ganz viel machen. Das ist auch wichtig zu wissen. Dann vielleicht noch ein Punkt, da muss ich auch nochmal zurückgehen. Dieses Ding hier, das sage ich ganz gerne dazu, das ist h5p.org. Das ist eine Seite zum Ausprobieren. Man kann da auch Inhalte lagern, das heißt, man kann sich hier so ein Konto anlegen und da Inhalte lagern. Das ist aber nur zum Testen gedacht. Das muss man einfach wissen. Ist halt diese kleine Firma Jubel und die stellt das hier zur Verfügung und das sind, hier auf dieser Seite sind tatsächlich Millionen von H5P-Inhalten drauf. Ja, sind es wirklich Millionen? Also ich glaube, das müssten über 1 Million auf jeden Fall schon sein. Die lagern da, das kostet alles Geld, muss man wissen. Und diese Firma stellt das kostenlos zur Verfügung. Viele nutzen das aus und lagern hier ihre Inhalte. Und der Server bricht dann irgendwann zusammen. Der ist dafür nicht gedacht, das muss man wissen. Deshalb, das ist zum Runterladen, das ist kostenlos, macht das, nimmt einen WordPress-Server, einen Moodle-Server, was auch immer, installiert da H5P, lasst das laufen. Oder sucht euch einen Server, der dafür gedacht ist, dass ihr das tut. Zum Beispiel auf der Seite der Zentrale für Unterrichtsmedien. apps.zum.de. Auch da könnt ihr H5P-Inhalte anlegen, da könnt ihr die lagern. Das ist dafür gedacht, aber nicht diese Seite. Muss man einfach wissen. Warum? Habe ich ja gerade gesagt, kann man sich ja vielleicht mal am Kopf kratzen kurz. H5P kostet nichts, der Quelltext ist frei verfügbar, ist aber eine Firma dahinter und diese Menschen dahinter sind keine Millionäre, die das alles in ihrer Freizeit machen, sondern die müssen auch Geld verdienen. Das heißt, wie finanzieren sie sich? Einige muss man vielleicht auch wissen. Es gibt immer dieses Gerücht, H5P wird vom norwegischen Staat finanziert. Ist leider Quatsch. Es gab eine Anschubfinanzierung für eine Firma, also von Startups, wie es das manchmal so gibt. Die ist schon lange ausgelaufen. Die leben halt noch von Aufträgen und von der zweiten Sache von h5p.com. Das kann ich vielleicht noch kurz zeigen. Das müsste hier sein. Das ist h5p.com. Da kann man sich auch anmelden, das kostet aber Geld. Dafür muss man sich um Hosting kümmern und man sieht hier unten, was es noch so gibt. Man kann es über LTI in verschiedene andere Systeme noch einbinden. Canvas, BlackRock, Rackspace, schieß mich tot. Das Reporting ist besser, man kann also ein bisschen besser nachverfolgen, was machen denn die Leute auf der Plattform und was lernen die denn, was lernen sie vielleicht nicht. Ja, Videooptimierung kommt demnächst. Das kostet Geld, damit verdienen die ihr Geld. Das kann man auch tun, wenn man denen helfen möchte. Ja, ich glaube, das ist so das Wesentliche, was man wissen muss. Ich springe vielleicht nochmal zurück. Das Allerwichtigste sind halt die Offenheit und das ist das hier. Machen wir es nochmal schick. Das heißt, es ist eine Gemeinschaft und wenn ihr H5P benutzt, werdet doch Teil dieser Gemeinschaft und gebt auch was zurück. Benutzt nicht einfach nur die Software kostenlos, weil es euch das gibt, was ihr braucht, sondern gebt was zurück in der einen oder anderen Form. Das, finde ich, muss man über H5P wissen.